El Guna. Eine Stadt mit exzellenten Hotels, erstklassigen Restaurants und jeder Menge Lifestyle. Bei unseren Urlaubern eines der beliebtesten Reiseziele. In einer ganz besonderen Mission war unser FTI Managing Director Ralf Schiller jetzt vor Ort. Ich war als Undercover-Boss für RTL und natürlich für uns in El Guna eine Woche lang unterwegs, um zu schauen, ob unsere Gäste gut betreut sind, ob unsere Hotels vernünftig funktionieren, ob der Service perfekt ist im Interesse unserer Kunden. Und ja, das war eine interessante Erfahrung, denn ich bin dort als Praktikant angekündigt gewesen, entsprechend verkleidet, sodass mich auch niemand erkennt, und konnte wirklich interessante Erfahrungen sammeln. Ja gut, wenn man als Chef runter ins Zielgebiet kommt, wird einem ja in der Regel der rote Teppich ausgerollt, in Anführungszeichen. Das heißt also, es wird schon darauf geachtet, dass alles funktioniert, dass alles in Ordnung ist. Es gibt immer super Essen, also alles ist in der Regel sehr schön vorbereitet. Im Großen und Ganzen, glaube ich, werden unsere Kunden nicht anders behandelt wie wir als Chefs. Das soll ja auch so sein. Aber nichtsdestotrotz gibt es dennoch natürlich immer Kleinigkeiten, von denen man so denkt, die könnte man vielleicht nun mal anders machen. Ein schönes Beispiel ist in einem der Hotels die Essensfolge gewesen. Dort gab es das Gala-Menü am Haupt-An- und Abreisetag, was aus meiner Sicht nicht so ganz praktisch ist. Denn wenn die Gäste ankommen, haben sie lange Anreisezeiten hinter sich, können das Menü an diesem Tag eigentlich nicht mehr genießen. Und das macht wenig Sinn. Das Gala-Essen sollte immer am Tag vor dem Abreisetag eben stattfinden, sodass die Gäste eine gute Erinnerung haben und die Gäste ausgeruht dorthin gehen können. El Guna macht aus eben dieses Life as it should be, dass dieser Slogan eben auch tatsächlich stimmt. Ich habe dort alles. Ich habe dort eine hervorragende Hotellerie in unterschiedlichsten Gewichtsklassen, hätte ich fast gesagt. Also sowohl vom 2 bis zum 5-Sterne-Haus habe ich dort alles vertreten, also für jeden Geschmack etwas. Gleichzeitig habe ich aber eben auch den Charme einer kleinen Stadt. Das heißt, ich habe nicht nur reines Hotelleben, sondern ich habe eben auch Stadtleben mit Bars, mit Nachtleben etc. Und das macht El Guna eben aus, verbunden eben mit allen Sportmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann, sowohl an Land als auch zu Wasser.